Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen zur nächsten Folge der Deutschlandkarte in Transportweber 2 auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr dabei seid und ja, herzliche Grüße aus der Landeshauptstadt aus Berlin. Das erste, was ich jetzt mache, da schreien schon ganz viele seit ganz vielen Folgen, ich habe es immer vergessen. So, Berlin-Marzahn. So, das hätten wir damit auch erledigt. Dieses Problemchen haben wir umbenannt und ja, heute werden wir in Berlin die erste Strecke aktivieren. Und zwar haben wir hier die Strecke schon gebaut Richtung Dresden und die geht ja dann hier weiter nach Prag, wo auch schon unsere Intercities durch die Gegend rumpeln, die ja, auch gut Plus machen mittlerweile. Und was ich euch sagen kann, hier, das hatten wir ja gemacht, ne? Unser Flixtrain, der kriegt jetzt die passenden Wagen hinten dran. Denn die habe ich mir geholt. Ich glaube, ConGaming hat diese wunderbaren Wagen gerepainted vom guten Maverick 2002. Ich hoffe, ich finde die jetzt auch. Wo sind die Flixtrain-Wagen? Wo hat er sie versteckelt? Das ist jetzt natürlich eine gute Frage, welche das waren. Dass die? Nein. Kann natürlich auch sein, dass die noch nicht, na die Y-Wagen werden es nicht sein, noch nicht freigeschaltet sind, weil wir das Jahr noch nicht erreicht haben. Ich hatte ja die Zeit wieder zurückgestellt. Wo sind die Flixtrain-Wagen? Ne, das sind ja welche aus der Mod-Werkstatt, das kann es ja schon mal nicht sein. Das sind die Rheingold-Wagen. Das sind die Eurofima-Coaches. Wartet mal eben. Zack. Und dann schauen wir nochmal nach. Nur, dass wir die Wagen zumindest dranhängen können. Ich weiß, einige mögen das nicht, wenn ich hier die Zeit vor- und zurückspule. Wo sind die Wagen? Da. Da sind die Wagen. Schaut mal. Nehme ich aber ein neues Design. Jo. Und zack. Und da ist der Flixtrain. Unterwegs auf unserer Map. Ich weiß, der fährt normal nicht nach Prag, aber ich finde es cool. Sehr schön. Hätten wir das auch. Was mir sehr gut gefällt. Dann hattet ihr gesagt, ich hätte hier auf dem Rückweg Dresden nicht mit drin. Das kann ich so aber nicht bestätigen. Ich bin mir aber gar nicht mehr sicher. Es ist jetzt auch schon eine Woche her, dass ich die Folge aufgenommen habe, wo ich die Strecke hier eingerichtet habe. Kann auch sein, dass ich es im Anschluss der Folge nochmal gemacht habe. Weil wir haben hier zwei Halter. Ne? Einmal auf der Hinfahrt und einmal auf der Rückfahrt. Kann sein, dass ich das nachträglich gemacht habe. Aber bin mir nicht sicher. Das ist auf jeden Fall kein Problem. Dann hatten wir hier ein Stückchen mit 99 km/h. Das hattet ihr mir auch gesagt. Hier, schaut mal. Ha, das gibt's ja gar nicht. Ich werde bekloppt. Das nehmen wir natürlich raus. Und werden hier das Ganze neu legen. Und dann passt es. Keine Ahnung, was das Spiel da gemacht hat. Ja, danke schon mal für all diese schönen Tipps. Und ja, die Strecke liegt, wie gesagt, bis hier hinten nach Prag. Genau, jetzt ist noch eine Sache. Wo sehe ich das? Sehe ich das tatsächlich hier? Genau, wir haben hier tatsächlich Gleise ohne Strom wieder verlegt. Wir, ich sage immer wir. Natürlich ich. Ich, Blödmann. Der Bahnsteig ist das okay. Mir passieren auch immer wieder dieselben Fehler, ne? Das ist wirklich absolut fantastisch. Schaut mal, was hier los ist. Wie viele Leute da auf dem Bahnsteig sind. Also, das lohnt sich richtig. Das ist wunderbar. So, nehmen wir einfach die hier. Mit Oberleitung natürlich diesmal. So. Aber. Und hier soll noch irgendwo ein Bahnsteig mit der falschen Höhe liegen. Aber wo?
hier jetzt keinen. Nö. Nö, 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 nö. Alles gut. Außer, dass hier der Oberleitungsmast rausguckt. Nö, gut. Genau, die Strecke liegt ja schon. Und dann fahren wir ja hier hoch. Richtung Berlin. An der Lodderstadt vorbei. Und fahren hier links rein. Jetzt habe ich hier auch den Fehler gemacht. Der Streckenstrang hier. Genau, das war ja... Ach nee, das ist der falsche, ne? Da haben wir den falschen. Der hier geht ja nach Hamburg, genau. Der liegt ja eigentlich schon. Ja, da sind wir ja eigentlich schon durch. Dann können wir die Strecke in Betrieb nehmen. Das hatte ich ja schon gebaut. Ich blöde Jan. Genau. Und der andere sollte ja von Aachen nach Stralsund gehen. Und hier fahren wir von Hamburg nach Prag. Genau, da können wir auch wieder Eurocity einsetzen. Das passt mir eigentlich ganz gut. Ja, wir müssen das Datum so lassen, sonst können wir kein Eurocity hier auf die Reise schicken, weil die Vectronen ja nicht 2004 zur Verfügung stehen. Ist ein bisschen blöd, ich weiß, aber ist wie es ist. Ist jetzt auch kein Beinbruch. Ich hatte auch einige Kommentare, die gesagt haben, ich spiele immer ohne Geld, mein Ziel ist es da. Jetzt haben wir, ich kann hier keine Weiche reinbauen. Das hätte mich jetzt aber auch gewundert. Mein Ziel ist es einfach trotzdem Plus zu machen, Gewinn zu erwirtschaften. Ich baue viel zu gern, als dass ich mir da das Ganze kaputt machen lassen will von irgendwelchen Wirtschaftsaspekten, die viel zu viel Geld kosten. Ja, kann man so und so sehen. Ich spiele eigentlich schon, wenn ich wirtschaftlich spiele, gern mit Geld. Aber natürlich gibt es einige Sachen, die viel, viel Geld kosten, wie Terraforming und so. Und da bleibt einem einfach keine andere Wahl. Gerade bei Fulda hinten hätte ich niemals diese ganze Landschaft da zurecht zaubern können. Das hat ja Milliarden gekostet. Das nehmen wir nochmal weg. Bauen das. Oder das können wir so lassen. Machen wir hier nämlich das Einfahrsignal. Hier das Einfahrsignal. Bauen hier zwei hin. Und dann geht es Richtung Berlin. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Da kam auch die Frage auf, ich glaube, der gute Mike Bittner hatte das gefragt, ob ich nicht noch mehr Zugbooster an den ICE3 hängen kann. Ja, irgendwann wird die Beschleunigung, glaube ich, dann aber auch unrealistisch, als dass man da noch mehr dran hängen sollte, könnte. Klar, die Idee ist natürlich nicht schlecht, aber ist schon schwierig. So, hier eins hin. Das passt. Dann würde ich hier auf halbe Strecke aber auch noch eins bauen. So, genau, hier wollte ich sagen, das sind natürlich verkürzte Gleise hier, ne? Gleise sind natürlich gleich lang. Nein, nicht ganz gleich, weil der Bogen ist hier kürzer als außen, ist ja klar. Aber der Bahnsteig ist kürzer. Da bleibt uns hier eigentlich keine andere Wahl, wenn wir das hier benutzen, als dass wir hier halt, ja, einen zu langen Zug haben hier am Bahnsteig. Das stört mich jetzt weniger. Aber ja, ist natürlich ein Fehler. Aber das hier jetzt nochmal alles umzubauen, möchte ich jetzt ungern. Und auf die Brücke irgendwie jetzt hier, also, wenn ich euch das mal kurz zeige, hier jetzt irgendwie eine Weiche rüberlegen. Ich glaube, das hier, nee, also das ist wirklich, nee, das lasse ich jetzt einfach so. Ist jetzt nicht so dramatisch. So, hier einmal und hier. Und dann natürlich hier auch das Einfahrgleis. Mit dem Einfahrsignal. Dann fahren wir nach Dresden. Und von da fahren wir dann nach Prag. Und dann hat Prag schon zwei Fernverkehrslinien, genauso wie Dresden. Das ist so
doch schon mal nicht schlecht. Und in der nächsten Folge fangen wir an, die U-Bahn in Berlin zu bauen. Und bei der Mitfahrt in Hamburg hat man gesehen, dass Hamburg auch dringend eine Hochbahn, U-Bahn und so braucht. Das ist zwar, wie wir alle wissen, nicht recht wirtschaftlich, aber es ist, tja, notwendig. Genau, hier stehen ja die Signale. Hier brauchen wir noch ein Einfahrsignal. Und dann hätten wir es doch hier schon. Hier sind auch schon einige da, ne? Das gefällt mir gut. Hier stehen auch viel zu viele. Ja, mein, die rote ist die große Linie. Hatte ich das Depot hier wieder weggenommen? Ja. Ich würde jetzt auf die rote Linie tatsächlich noch eine schicken. Und wenn wir hier die Linie eingerichtet haben, würde ich dann tatsächlich auch in Hamburg nochmal gucken, ob wir da ein paar mehr Straßenbahnen auf den Weg kriegen. Was ich mir auch installiert habe, ist. Na, wo sind sie? Wo sind sie denn? Nicht die 600er, sondern die 6000er hier. Die habe ich mir installiert. Auch nicht gerade eine schöne Kapazität, aber Hannover. Dann können wir die nämlich in Hannover dann auch ersetzen. Dann habe ich mir die Stadtbahnwagen hier installiert. Die habe ich auch. Ja. Aber hier schicken wir jetzt erstmal nochmal. Ja, schicken wir nochmal einen Cityrunner los hier. Zack. Kann ja nicht schaden. So. Die Weiche hier. Genau, zweimal Fernverkehr. Das war ja so geplant. Das passt also. Mehr Fernverkehrslinien fahren ja nicht hin. Hamburg-Prag, Aachen-Prag, passt. Alle anderen, die hier hin wollen, können an den unterwegs Bahnhöfen umsteigen, wie in Berlin oder in Fulda. Ne, da kann man ja umsteigen oder in Köln dann auch. Ist also gar kein Problem. Fangen wir in Hamburg an. Von hier. Ja, hier ist immer noch so viel Verkehr. Ne, nach Lübeck wollte ich nicht. Ich wollte nach Schwerin. Schwerin, dann Berlin. Dann nach Dresden. Genau. Der hält hier. Und dann nach Prag. Sehr schön. Ach, war ja klar. Auf die 5. Genau, auf die 5. Alternatives Terminal ist die 6. Und dann machen wir hier alternatives Terminal die 5. Genau. Das ist perfekt. Und nach Prag. Diesmal Dresden. Dresden Hauptbahnhof. Hier ist irgendwas schiefgelaufen. In Dresden ist es die 3. Genau, das ist vollkommen richtig. Blöd ist nur, dass sie sich jetzt den Bahnsteig hier teilen müssen, ne? Ja, dass kein Bahnhof mit Extrakapazitäten ist, könnte das dann irgendwann ziemlich voll werden. Aber naja, kennen wir ja von den anderen Karten. Dann wieder nach Berlin. Und dann geht's zurück nach Schwerin und nach Hamburg. Okay. Tja, was fährt hier? Lass mich mal kurz, bevor ich die Linie benenne, gucken, was wir hier fahren lassen wollen. Ich würde hier gerne fahren lassen wollen. Der ICE4 schafft 250.
CET schafft 230. Könnten wir einen Doppeltrakt. Warte mal. So. CET. Mit den Doppeltraktionen ist der 365 Meter. Passt also von der Länge her. Voll und ganz. Ja. Dann würde ich hier den ICET fahren lassen. Und Intercities. Ja. Also. Nennen wir das Ganze. Ja, ich nenne es jetzt Schnellfahrstrecke Hamburg, Schwerin, Berlin, Dresden, Prag. Zack. So nennen wir das Ganze. Und dann würde ich sagen, hier ungefähr ist die Hälfte. Und dann werden wir hier unsere Babys losschicken. Bin noch nicht ganz davon überzeugt, dass hier auch, ja, uns bleibt nichts anderes übrig, außer die Gleise wieder zu beschränken auf 200. Bleibt uns keine andere Wahl. Wenn wir hier auch Intercities fahren lassen wollen, die ja nur 200 schaffen, bleibt uns da keine Wahl. Das ist halt einfach so. Weil sonst fährt der ICET oder welchen ICE wir hier auch immer nehmen, fährt dann immer auf die Intercities auf. Und so haben wir halt die Beschränkung auf 200. Und so können dann die ICEs, die auch nur 200 fahren. Und das Problem besteht nicht mehr. Und ihr seht ja, obwohl unsere Intercity-Linie ja auch nur auf 200 beschränkt ist, macht die ordentlich Plus. Können wir gleich nochmal reingucken. Jetzt wo auch in allen Städten entlang der Linie ÖPNV herrscht und wir Prag erst am Ende der letzten Folge quasi eingerichtet haben, sollte das eigentlich auch jetzt noch mehr ins Plus gehen. Und ich würde definitiv noch den ein oder anderen Zug losschicken. So, das sollte reichen. Hier können wir die Gleise lassen. Ach, hier hatten wir doch eh. Hier haben wir doch eh die anderen. Die hier. Die Tunnelgleise. Weil es besser ausschaut. So. Genau. Und dann schicken wir hier. Wo waren jetzt unsere Gleise? Da. Die Fahrzeuge los. Das ist dann schon die dritte Schnellfahrstrecke. Und ich verspreche euch, wenn wir in Berlin mit der U-Bahn fertig sind, dann machen wir Nahverkehr. Definitiv. Wird langsam Zeit. Aber ich kann das nur so oft sagen. Ich weiß, viele von euch haben viele, viele Wünsche. Gerade weil es eine Deutschlandkarte ist. Und natürlich meine Zuschauer, ihr rund um Deutschland wohnt, also verteilt, querbeet, hat jeder natürlich einen anderen Wunsch. Ja, und denen alle nachzukommen, ist da nicht so einfach. Aber ich gebe mein Bestes. So, hier zweimal mit Bordbistro. Mittelmäßige Beschleunigung. Passt aber erstmal einmal in die Richtung. Und dann nehmen wir den ICET einmal, ne, nicht fünfteilig, sondern siebenteilig. Und dann nehmen wir hier, das ist Bordbistro, Bordrestaurant. Wir den noch. Und dann zack. Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Und hier in Berlin haben wir hier auch noch unseren Busbahnhof. Also ich werde hier auf jeden Fall eine Tram durch die Gegend schicken. Busse wird es natürlich auch einige geben. Aber gleichzeitig natürlich auch
eine U-Bahn, die dann auch die unteren Gleise hier bedient, ne? Die unteren Terminals. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ich einfach eine U-Bahn machen, die hier einmal im Kreis geht und eine U-Bahn, die hier einmal im Kreis geht, die vielleicht sogar auch noch Potsdam bedient. Sollte eigentlich passen. So, nur aber. Das ist aber erbärmlich. Das ist aber richtig erbärmlich, was die Beschleunigung angeht. Da müssen Zugbooster dran. Hier vier. Und hier vier. Und in der Zeit, wo die losfahren, werden wir nochmal. Wir können auch den Railjet hier fahren lassen. Komm, wir lassen hier einen Railjet, lass mal fahren. Na, wo ist er denn? Ist er denn? Wo ist er denn? Einen tschechischen Railjet können wir hier fahren lassen. 117er Kapazität. Die fahren aber, soweit ich weiß, auch in Doppeltraktion, ne? Kurz Pause. Elektrisch. CD Railjet. Genau, jetzt müssen wir eigentlich die dahin. Und dann noch ein. So. 411 Meter. Das ist natürlich krass. Aber egal. Schick mal los. Hoffe, passt rein. Auf geht's. Auch wahnsinnig schön, ne? Und hier dann eine Vectron. Boah, es gibt so viele Vectronen, ne? MSELL. Ne, die war das nicht. War hier war die dabei, ne? Kann man schon mal den Überblick verlieren. Wo waren die denn? Hier. Nee. Der Holland Piercer. Hier. Und da. Jetzt muss ich aber echt mal kurz Pause machen. Sonst ist der ICE zu weit weg. Genau, und hier hatten wir die hängen. Machen wir 9. Auf geht's. Müsste aber echt reinpassen, der Railjet. Eigentlich. Boah, auch eine starke Ansicht, ne? Sieht schon genial aus, wenn wir hier durch Berlin fahren. Hui. Passagiere haben wir auch schon. Ja, der passt hier auf jeden Fall rein. Boah, ja, hier passt er auf jeden Fall. So, nur in Hamburg gucken. Ist denn der hier schon? In Hamburg? Scheint so, ne? Wo ist unser ICE? Wer hat ihn geklaut? Da. Ja, der passt auch hier rein. 51 Passagiere. Und er hier ist. Ist der schon? Ah, ja, der kommt gerade an. Der passt hier nicht rein. Verdammt.
Der passt hier nicht rein. Dann passt hier auch der Railjet nicht rein. Das ist natürlich doof. Da müssen wir Folgendes machen. Und zwar müssen wir die Weiche nach hinten verlegen. Also das ist natürlich dann blöd gelaufen. Dann legen wir die Weiche hier hin. Das Signal nach hinten. Das nehme ich weg. Die Weiche nehme ich weg. Wow, schaut mal. Oh, 101. Dann kann der hier nämlich schon mal wieder raus. Fahr mal raus, mein Freund. Obwohl es eigentlich auch. Mir ist nicht egal. So, einmal raus. Und dann müssen wir dringendst die Bahnstrecke hier verlängern. Aber das können wir hier an der Stelle prima machen. Warum geht hier jetzt kein Bahnsteig hin? Kann das jemand plausibel erklären? Okay. Dann ist es so. Einmal kurz gucken. 320. Ich den daneben lege. Na, das passt nicht so ganz. Das sind 360 Meter. Gut, der Railjet ist noch ein gutes Stückchen länger, ne? Lass mal gucken. Ob und wie das passt, aber warum kann ich hier keinen Bahnsteig hinlegen? Naja. So, und dann, was haben wir noch im Angebot an Elektrozügen? Weil ICE4 würde ich hier erstmal nicht fahren lassen. Den ICE1, Velaro D. Den IC1 und 2 würde ich dann auf die Strecke Aachen-Stralsund packen. Und dann hätten wir eigentlich. Könnten den. Wir haben ja dann auch eine Schnellfahrstrecke von Aachen nach Hamburg. Da würde ich dann auch den Thales fahren lassen. Aber hier würde ich jetzt erstmal noch. Die 120er nehmen in Märklin Optik ganz stinknormal mit Schnellzugwagen. Da nehmen wir aber, da nehmen wir, wo sind sie? Hier die UE, die UICX-Wagen. Dieser ungeheuren Kapazität. Warte mal, was war das noch hier? Hier, die Schnellzugwagen haben wir auch noch. Ja, die haben eine bessere Kapazität. Erste Klasse Abteil. Erste Klasse Großraum. Guck mal, dann nehmen wir hier einmal erste Klasse Abteil, erste Klasse Großraum und dann. So. Ja, das ist schon besser. Und hinten dran einmal den mittelmäßig. Kein Sound, ne? Ach, das ist so ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Warum kein Sound? Dieser blöde Bug, dass der immer noch auftritt, ne? Verstehe das gar nicht. 101er.
Da hatte ich doch noch ein Paket. Ist es realistisch, hier eine Taurus vorzuhängen? Man eigentlich machen, ne? Ich hänge jetzt hier die Michelangelo davor, ist mir egal. Gefällt mir einfach, sieht gut aus. Sound. Da müssen wir mal kurz Pause machen. Was eine geile Lokomotive. Galileo Galilei. Geiles Teil. Richtig genial. So, und dann nehmen wir aber hier eine schöne 101er. Da sind sie. Azubis gegen Gewalt. Hier gibt es auch so viele schöne Varianten. Nehmen wir die doch. Oder THW. Nehmen wir hier Azubis. Aber hier machen wir das Ganze mal umgedreht. Hier würde ich nämlich gerne erstmal den Steuerwagen ranhängen. In Fahrtrichtung. Dann die Schnellzugwagen. Na. Hier. Da natürlich umgedreht. Okay. Das ist doch super. Sehr schön. Der ICE hier reingepasst. Ja, der fällt wieder raus. Hier passt er auf jeden Fall rein. Das macht natürlich noch richtig Minus. Aber ihr seht es, Intercity-Linie, Schnellfahrstrecke Fulda-Kassel. Das ist schon mega. Fünf Züge. Ich wollte aber noch mal gucken. Wir haben hier gar keine Zusatzkapazitäten am Bahnhof, ne? Fällt mir auch gerade auf. Hier fährt ja nur der Bus. Ja, wie gesagt, hier müssen wir dann auch eine Hochbahn oder so bauen. Ich wollte mal gucken. Hier ist kein ICE. Wo ist denn der erste? Der kommt da. Hier ist einer. Ob wir hier noch Platz haben für eine zusätzliche Traktion. Ja, eigentlich schon, ne? Würde ich hier noch einen losschicken. Der fährt hier gerade rein. Und der ist da, dann könnte man nämlich hier noch einen losschicken. Dazwischen klemmen quasi. Weil ich glaube, dass das einfach verlorenes Geld sonst ist. Klemmen wir hier noch einen rein. Die Depots haben wir ja weggenommen, ne? Ja, die haben wir weggenommen. Fulda hoch. Wie Köln Hauptbahnhof. Wow. Hier oben ist alles voll. Hier. Also diese Intercity-Linie. Heidewitzka. Einmal kopieren. Dann hoffe ich, dass der hier rauskommt. Ja. Perfekt. Sehr schön. Lass mal den mal rausfahren. Wie gesagt, der ist ja noch weit weg hier oben. Können wir noch dazwischen klemmen. Natürlich habe ich die Zugbooster nicht vergessen, weil ich ja geklont habe, genau. Gut, den weg.
dann könnte es eigentlich schon mit der Folge vorbei sein, aber ich wollte ja hier mal gucken, obwohl es geht eigentlich, ne? Das ist die Tram 3. Das ist die 3, das ist die 1. Wo ist denn hier das Tramdepot? Habe ich das auch wieder weggemacht? Ich glaube, ne? Wo hatte ich denn das hier überhaupt hingestellt? So viel Platz ist doch hier gar nicht. 150 hat er schon dabei. Wo will er denn hin? Achso, nach Lübeck, klar. Das Sylt-Shuttle. Ja, macht auch Plus. Hier ist unser Tramdepot. Dann kaufe ich hier nämlich nochmal eine für die 3. Die anderen hier gehen eigentlich, aber die 3, die hat hier schon ordentlich noch Passagiere. Und ihr habt ja auf der Mitfahrt gesehen, hier der ist voll. Jetzt schaut mal, wie viele hier aussteigen. Schauen wir mal. Ja, 10. Und dann bleiben hier immer welche stehen. Hier warten dann auch wieder 42. Da könnten wir sogar noch einen losschicken, ne? Oh Gott, das ist echt nicht lustig. Den nur einmal kurz anhalten. Die nächste 3 kommt hier oben erst. Das ist 1, das ist 3. Schicken wir noch einen los. Schicken wir noch einen los. Auch auf die 3. Auch auf die Gefahren, dass es sich ab und zu staut. Ja, der fährt wieder raus. Der ist hier am Ankommen, der fährt rein. Der fährt gerade wieder raus. Der hier, genau. So, perfekt. Eine kleine Sache möchte ich noch machen. Und zwar gucken, wo unser Railjet ist. Kommt der ICE. Hat der in den Bahnhof da hinten reingepasst? Ja, der ist wieder auf dem Rückweg. Der war noch gar nicht in Prag, ne? Ne, der war noch gar nicht in Prag. Aber nun gut. Und auf die Intercity-Linie. Würde ich gerne auch noch ein Intercity schicken. Das ist der nach Hamburg. Der Metropolitan. Ich würde aber liebend gerne. Hä? Ah, ne, das ist ja. Ne, ist richtig. Hier haben wir schon 6 Stück. Ist gut ausgelastet, ne? Schaut euch das mal an. Ich werde doch bekloppt. Heidewitzka. Das ist schon enorm. Wir brauchen hier mehr Kapazitäten. Das erledigen wir, indem wir hier überall vielleicht nochmal einen Wagen dranhängen. Ja, hier geht auf jeden Fall noch was. Schnellzugwagen. Eurofima. Überall. 1, 2. Hier geht auch noch einer. Hier auch, definitiv.
Na, wie viel Kapazität hat er denn? Das war der aber, ne? Auch noch zwei? Auch noch zwei? Und beim Flixtrain hängen auch noch was dran, ne? Metropolitan ist ja fest. Gut, dann haben wir hier mehr Kapazität. Super. Schön. Dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn nein, ja, könnt ihr auch ein Däumchen nach unten da lassen. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder treffen. Datum könnten wir jetzt eigentlich erstmal wieder zurückstellen. Genau. Und dann bauen wir in der nächsten Folge hier in Berlin los mit dem ÖPNV. Erstmal U-Bahn, Straßenbahn und dann mal gucken. Auf jeden Fall freue ich mich darauf. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.